Balbringen, Wettmasen, mal kurz durch Hövel hier durch, Richtung Windräder. Boah, ey Leute! Ein bisschen Salz auf der Straße. Die Schaltung von Suzuki ist eigentlich super. Gut da war ich. Gänge kriegt man eigentlich super gut rein, aber mit diesen Klotschen hier ist das doch etwas. Oh, Entschuldigung, Übungssache. So, was haben wir hier? Kuhscheiß oder Dreck? Und dann fahren wir jetzt hier Richtung Asbeck. Schöne Aussicht. So, jetzt fahren wir mal die ganze Geschichte andersrum. Seitenwind von rechts.
Ach, hier sind wir. Oh, fahren wir mal die Straße hoch. Das sieht doch ganz gut aus. Richtung, was steht da? Eisborn. Ach, das kenne ich aber. Ach, hier sind wir. Mein Gott. Richtig. Schon völlig durcheinander. Sieht man mal. 3-4 Monate nicht hier lang gefahren und schon kennt man sich hier nicht mehr aus. Die Straße komme ich mich sonst immer von oben. Dann fahren wir auch diese mal andersrum. Heute ist alles andersrum. So schön, da fährt man auf eine Kuppe drauf zu und dann weiß man nicht, was dahinter ist. Ne? Geht es da nach links oder rechts oder geht es geradeaus oder steht da einer? Ich fahre jetzt mal hier lang. Da bin ich noch gar nicht lang gefahren. Und sind wir immer da Richtung Asbeck. Dann schauen wir mal. Scheiße, Pferdescheiße, keine Ahnung. Oh, Pferd. Pferd. Eine schöne Bank, eine schöne Aussicht. Muss ich mir merken. Gar nicht so schlecht hier. Bis auf die Pferdescheiße. Kleiner Tipp, wenn ihr an so Pferden vorbeifahrt, Schaltengang hoch, beziehungsweise zieht mal kurz die Kupplung, damit da schön smooth und ruhig man vorbeigleiten könnt. So, jetzt haben wir uns verfahren. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wo fahren wir lang? Wir fahren jetzt einfach mal wieder. Kann das sein, dass wir hier nicht gerade lang gekommen sind und hier reingefahren sind? Ach, hier sind wir. Das Video heute, glaube ich, das Labyrinth.